Ich darf jetzt über dieses Thema mit Dr. Charlotte Knobloch sprechen, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München und ehemals Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland. Guten Abend, Frau Knobloch. Einen schönen guten Abend. Wie bewerten Sie und Jüdinnen und Juden in Deutschland den jüngsten Antisemitismus-Skandal in Kassel? Es ist mehr als ein Skandal. Es ist die Bestätigung eines wirklich herausragenden Antisemitismus. Und was mich besonders noch an dieser Dokumente gestört hat, das war die Diskriminierung der israelischen Künstler. Also ich meine, es geht nicht an, man holt sich einen Teil der Personen für die Ausstellung aus gewissen Ländern, okay. Aber natürlich haben die Israelis ein Anrecht, besonders hier in diesem Land, dass sie der Dokumenta zur Verfügung stehen, was sie auch wollten, und sie sind abgewiesen worden. Und das ist, finde ich, ist eine katastrophale Situation, weil natürlich diejenigen, die sich hier zur Verfügung gestellt haben, nicht die Situation gesehen haben und diese Situation auch durch ihr Nichtwissen gefördert haben. Die Verantwortlichen der Documenta haben versucht, sich zu entschuldigen. Können Sie ihnen diesen Fehltritt nachsehen? Die Verantwortlichen der Documenta haben sich nicht nur blamiert, sondern haben sich in eine Position gebracht, die also unverantwortlich ist und auch, wie auch die Medien berichten, den Antisemitismus natürlich auf einen Höhepunkt gehoben haben. Dieser Skandal ist einfach nicht zu verstehen. Und wir als jüdische Menschen in diesem Land, in unserem Land, können hoffentlich nicht in irgendeiner Form davon Schaden nehmen, was ich befürchte, wenn ich an die jungen Menschen denke, die vielleicht eine Zukunft in diesem Land haben wollten und jetzt sich durch solche unglaubliche Dinge nicht mehr an ihre Berufswünsche oder sonstigen Wünsche halten. Es gab eine Zeit, da rühmte man sich in Deutschland, die eigene Vergangenheit vorbildlich aufzuarbeiten. Diese Zeiten scheinen vorbei. Was muss jetzt passieren aus Ihrer Sicht? Jetzt ist es mal wichtig, dass dieses Thema ein Ende nimmt, dass diejenigen, die dieses Thema verursacht haben, dementsprechend auch sich verhalten. Das heißt, sie sich keineswegs in Zukunft zur Verfügung stellen werden, weil sie die Themen einfach nicht überdenken können und auch nicht sehen. Mir ist es wichtig, dass die Documenta und andere Ausstellungen von der verantwortlichen Seite immer wieder überprüft werden. Leider Gottes muss man dieses Wort Prüfung auch anwenden, weil wir sehen ja, was vorhanden ist, wenn man die Dinge laufen lässt und sich nicht darum kümmert. Und wir haben jetzt eine Situation, wo wir nicht wissen, wir als Zuschauer, wie das in Zukunft aussieht. Aber ich möchte den Verantwortlichen bitte nochmal sagen, zu verhindern, dass in unserem Land solche Dinge vorhanden sind, die wir als ganz groben Antisemitismus benennen. Schauen wir ein wenig zurück in die Geschichte. Martin Walsers Keule, Jakob Augsteins Spiegelkolumnen, jetzt die Documenta. Wenn Antisemitismus in Deutschland eine Psychose ist, überhaupt eine Psychose ist, wie die Forscherin Monika Schwarz-Friesell und auch andere sagen, was muss dann Deutschland tun, um dem zu begegnen? Vor allem diejenigen, die angewiesen sind auf die öffentliche Unterstützung. Und da haben Rechenschaft abzulegen, in welcher Form sie diese Unterstützung benutzen
Und das muss sehr intensiv behandelt werden. Aufstein war ein einzelner Mann. Hier sind, sind verschiedene Leute, die abhängig sind von den Unterstützern als solches. Ich will jetzt hier nicht die Finanzen in den Vordergrund stellen, aber in jedem Fall muss etwas geschehen, weil wir sehen, wir können den Dingen, die am Anfang vielleicht manchmal ganz harmlos sind, aber trotzdem nicht freien Lauf lassen. Es ist momentan die Zeit, wo wir uns sehr darauf konzentrieren müssen, was gezeigt wird und was der Jugend vorgestellt wird, weil die sind diejenigen, die diese Dinge auch vielleicht annehmen, nicht wissend, in welche Gefahr sie sich begeben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für das Gespräch, Frau Knobloch. Dankeschön.